Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zum vorletzten Rennen der Rennwelten GT3 Liga. Wir sehen schon, wir sind hier auf Kyalami unterwegs. Starten von Position 3 und ich bin mal in der Außenperspektive, um hier mal einen genaueren Blick auf den Start zu werfen. Ich fahre gegen die Bremse, habe eigentlich einen perfekten Start, keine Traktionskontrolle, die ich hier regeln musste. Und im Vergleich zu den beiden vor mir hatte ich echt einen Mega-Start, aber wir sehen hier schon, dass der Audi aktuell eine unfassbare Macht ist, gerade auf der Geraden. Dementsprechend kämpft er hier schon fast um die Führung von Position 4, muss jetzt hier im Duell, ja, ist jetzt hier ein bisschen vorsichtiger und dadurch rutscht jetzt hier der Hannes vielleicht noch durch, na, es wird knapp. So, jetzt fahren die beiden nebeneinander durch die Kurve, haben etwas niedrigere Corner Speed, ich konnte von hinten ein bisschen besser, ja, hier den Schwung mit auf die Gerade nehmen, kann mich jetzt hier neben Hannes zeigen und hier kann man es schaffen, außenrum mitzufahren, allerdings ist der Porsche ja auch echt, ja, böse, was Aero-Werte angeht, aber auch der BMW da sehr gut aufgestellt. Ich hatte einfach noch nicht den Grip, um da mitzufahren. Kann mich jetzt hier zeigen, aber dadurch, dass der Hannes aus ein bisschen eher ins Gas gehen konnte, ja, musste ich mich hier leider noch mal ein bisschen hinter einsortieren und habe mich dann ja, auf Position 4 dann jetzt behauptet. Leon auf 1 im Ferrari, dann Freundlieb im Audi und dann der Hannes im Porsche. Also ersten 4 Positionen direkt mit 4 Marken. Das ist auf jeden Fall ja, ein ziemlich nices Bild so. Ja, aktuell kämpfen wir hier um Position 3 in der Tabelle, in der Gesamttabelle. Es ist noch dieses Rennen und danach noch das letzte Rennen auf Mount Panorama zu fahren. So, Ende der Geraden. Ja, man sieht schon, ich habe jetzt hier nicht so den super Überschuss, obwohl der Porsche da eigentlich gar nicht so gut aufgestellt ist. Aber wenn ich näher dran wäre, dann könnte ich da, glaube ich, attackieren. So, gehe jetzt hier durch die Kurve. Das Wichtige bei dem Rennen eigentlich, weil ich hier nicht vorhatte, die Reifen zu wechseln, ist auf jeden Fall Reifenmanagement, also Reifenschuhen, dass man hier nicht allzu viel Graining bekommt. Und wir sehen, dass der Hannes hier zu schnell in die Kurve fährt. Ich kann eher ins Gas gehen, er geht jetzt ein bisschen nach außen. Und jetzt nutze ich hier direkt die kleinste Lücke aus, um dann hier, ja, reinzustechen, um direkt hier die Position zu behaupten. Verteidige mich jetzt hier kurz ein bisschen, dass der Hannes hier nicht auf die Idee kommt, irgendwie in die Lücke zu fahren. Und jetzt habe ich die beiden, ja, die beiden anderen Piloten vor mir und da versuche ich jetzt einfach aufzuschließen, meine Reifen bestmöglich zu schonen, denn ja, auch wenn ich vielleicht am Anfang hier nicht ganz die Pace mitgehen könnte, dann gibt es immer noch am Ende die Möglichkeit, wenn die anderen vielleicht ihre Reifen zu sehr rannehmen. So, wir sehen jetzt hier schon, dass der Freundlieb relativ dicht am Leon dran ist und ich gleichzeitig aber, ja, so 2, was waren es, 8 Sekunden standen da, glaube ich. Ja, 2,9 Sekunden knapp Rückstand habe. Also die beiden sind so 3, 4 Sekunden vor mir und sind so ein bisschen aus meiner Reichweite rausgerutscht. Allerdings kommt jetzt ein bisschen Verkehr und die ersten Boxenstopps stehen an und wenn ich da alles richtig treffe und vielleicht sogar noch einen kleinen Overcut machen kann, dann gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit. Ja, in der GT3-Liga gibt es da 2 kurze Stops und ich habe tatsächlich 2 perfekte Stops gehabt, kommen jetzt hier aus der Box raus. Das Ganze natürlich ein bisschen durcheinander gewirbelt durch die Boxenstops und hier sehen wir, ja, dass hier vor uns der Leon fährt und wir haben es irgendwie geschafft, dass wir den Audi in der Box überholt haben. Also sind jetzt hier relativ nah sogar direkt rangerückt an, ja, an den Leon und fahren hier, obwohl wir es im Tableau noch nicht sehen, eigentlich um den Sieg, weil die anderen halt noch nicht Boxenstopp bereinigt vor uns sind. Wir springen jetzt hier einmal in die letzte Runde. Wir sehen, dass der Leon hier mehr und mehr Probleme bekommen hat und konnten die Lücke tatsächlich schließen. Sind jetzt also hier 5 Zehntel dran am Leader. Allerdings ist das jetzt die letzte Runde und wenn hier jetzt nichts Großes mehr passiert, dann werden wir es hier nicht schaffen, noch aufzuschließen. Hier nochmal ein kleiner Fehler. Kommen jetzt hier noch gut aus der letzten Kurve raus. Ja, aber das haben wir nicht geschafft. Aber trotzdem GG hier 1-2 fürs Rennwelten E-Sports Team. Am Ende mit 5 Zehntel Abstand und es könnte sogar im Ziel noch ein bisschen weniger gewesen sein. Und damit sind wir jetzt hier auf Position 1, 2, 3 in der Gesamttabelle. Also auch der Moritz Bietzer da noch gut aufgestellt. Mit Chancen auf den Sieg in der Meisterschaft und jetzt geht's ins Finale auf Mount Panorama. So, wir springen zum Finale und sind hier auf Mount Panorama unterwegs in der Qualifikationssession und das Ganze hier, ja, sieht wie folgt aus. Der Leon Bern führt mit knapp 20 Punkten Vorsprung vor dem Moritz Bietzer und ja, ich habe da nochmal knapp 20 Punkte Rückstand und bin auf Position 3. Die Punktetabelle sieht hier ein bisschen anders aus. Also man kriegt hier bis zu 75 Punkte für einen Rennsieg mit bester Runde und der Pole Position. Und ich bin hier aktuell auf Position 1, also da brauchte ich gar nicht wirklich
viel Training, bin erst relativ spät auf den Server gejoint, konnte mich vorher auch nicht vorbereiten, habe das Rennsetup von uns genommen, was hier tatsächlich hervorragend funktioniert, habe da wenige Klicks geändert, um das Ganze zu einem Rennsetup umzubauen und hier im Quali, ja, hatten wir schon die Position 1 inne und ich war noch 3/10 grün, dachte mir schon, ja, ich könnte jetzt ja abstellen. Das Ganze sah auf der Karte so aus, als wäre die Pole relativ sicher, aber da hatte ich mich tatsächlich noch getäuscht. Wir sehen es jetzt hier, wir fahren jetzt hier noch über die Geraden. Ja, gucken hier mal auf den Topspeed, denn wir fahren hier natürlich mit einem maximalen Flügel, auch im Rennen wird es hier regnen. Und dadurch brauchen wir natürlich alles an Aero, was wir irgendwie kriegen können. So, jetzt die kleiner Fehler, noch leicht den Curb mitgenommen, fahren jetzt hier Richtung letzte Kurve und kurz vorher, jetzt genau, wurden wir nämlich, die Session war schon abgewogen, Frau Moritz auf P2 verdrängt, hatten ja irgendwie knapp 1/10 Rückstand und da ich jetzt aber noch 2/10 grün über die Linie retten konnte, konnte ich mir im letzten Moment die Pole dann zurückholen. Ja, und der Leon ist nur auf Position 5, dementsprechend war die Ausgangslage jetzt ja noch relativ unklar, wie das Ganze hier mit der Meisterschaft dann entschieden wird. So, und damit geht's jetzt hier Richtung Rennstart für das Finalrennen. Also der Moritz müsste hier gewinnen, wenn der Leon seine Position hält, damit es dann am Ende richtig, richtig knapp werden würde. Allerdings wollte ich hier auch ziemlich gerne den Sieg mitnehmen, habe hier noch das Setup ein bisschen mehr auf den Renntrim gebaut, also jetzt hier mit 110 Litern unterwegs. Wir werden keine Reifen wechseln, Rennstart, fahren hier gegen die Bremse, gucken jetzt mal. Und der Rennstart sah gut aus, konnten uns hier relativ gut behaupten, jetzt hier spät bremsen, damit niemand außen mitfahren kann. Gehe hier ein bisschen weit, nutze hier direkt die Streckenbreite, schnell den frühen Shortshift, damit die Hinterräder nicht durchdrehen. Und wir sehen schon hinter uns, dass das mal direkt sehr gut geklappt hat und wir da direkt einen ordentlichen Abstand nach hinten haben. So, und jetzt springen wir mal direkt zum Leon, unserem Rennwelten-Youngster. Tatsächlich sind wir jetzt hier auf den ersten Positionen, auf den ersten 4 Positionen aus dem Rennwelten-E-Sports-Team, ähnlich wie wir das die ersten 4 Rennen in der GT3-Serie auch schon gemacht haben. Also der Moritz mittlerweile auch ein Rennwelten-Youngster in Anführungszeichen und somit haben wir jetzt die ersten 4 Positionen hier teamintern inne. Und wenn das Ganze so ausgeht, wie es jetzt hier lief, dann würde der Leon Meister werden, Moritz würde Zweiter werden und ich würde auch mit dem Sieg trotzdem den dritten Platz behalten. Jetzt geht es hier über den Berg, der Ferrari im Regen, hier kein schön zu fahrendes Auto, also das ist wirklich ja, viel Arbeit, den hier auf der Strecke zu halten. Also die Jungs, oder gerade der Leon hatte hier tierische Probleme, das Auto fahrbar zu halten. Jetzt hier auch den Fehler, dadurch kann hinten natürlich die Konkurrenz ein bisschen aufschließen. Und jetzt kommt der Hannes, der hier in die Bentley-Kurve ein bisschen reinsendet und ihn hier leicht berührt. Dadurch dreht sich der Leon ein und jetzt kriegt er einen mit, steht außen vorm Reifenstapel. Katastrophe für das Rennergebnis. Hatte hier auch dann direkt dann noch einen mitbekommen und damit war jetzt mit über 50 Sekunden Schaden. Ja, so gut es geht eigentlich raus aus dem Kampf vorne um die vorderen Positionen und damit, ja, würde er auch echt tierische Probleme in der Meisterschaft bekommen, dann hier Gesamtsieger zu werden. Ja, in der Zwischenzeit hat natürlich der Moritz auf Position 2 mitbekommen, dass hier der Leon verunfallt ist und muss dementsprechend nur gute Punkte mit nach Hause nehmen und hatte hier einfach zu viel Sorge, dass gerade dann hier im Zweikampf, im Youngster internen Zweikampf, dann doch irgendwas schief gehen könnte. Dementsprechend lässt er jetzt hier den Justin vorbei, der sich dann auf die Jagd machte, mich einzuholen. Ja, Moritz fuhr dann hier auf Position 3 eigentlich der Meisterschaft so ein bisschen entgegen, hat das versucht zu verwalten. Gleichzeitig der Justin, der ein Rennen aussetzen musste, ja, hat hier dann alles gegeben, um noch aufzuschließen. Und ich vorne konnte jetzt natürlich auch noch um Position 2 oder sogar die Gesamtführung kämpfen. Zu der Situation vorne wusste ich gar nicht so genau, wie viele Punkte ich jetzt nochmal Rückstand hatte, wie sich das Ganze verteilen würde. Wusste auch nicht, ob der Moritz jetzt ein Problemchen hatte, weil er jetzt echt zurückfiel, weil er, ja, ich wusste halt nicht, dass er dann so sehr die Zeit verwaltet. Ja, dementsprechend konnte hier alles passieren. Ich hatte tatsächlich beim Fahren keine Zeiten oben eingeblendet. Es war auch gestern kein Stream an. Ich habe relativ wenig geredet und auch mir die Positionsanzeige links gar nicht gezeigt. Dementsprechend, ich wollte gar nicht wissen, wie der Abstand ist. Ich habe mich nur konzentriert. Mount Panorama hier im Regen 60 Minuten ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Nummer.
Ich habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal eine Stunde mein Rennen und dann werde ich am Ende gucken, wo wir dann landen. So, wir springen jetzt hier mal in Runde 15, gucken uns jetzt hier die Abstände an. Also es sind mittlerweile 12, erstmal fast 8 Sekunden auf den Justin und dann schon fast 20 Sekunden auf den Moritz Bielsa. Und ich muss tatsächlich sagen, das Auto war im Quali gut. Aber was dann vom Quali-Setup nochmal zum Renn-Setup hier im Regen geändert wurde, das hat einfach so unfassbar genial gepasst. Und ich muss sagen, mein Auto war noch nie so perfekt in einem Rennen. Also ich hatte echt gar keine Traktionsprobleme. Das Auto lag so unfassbar ruhig auf dem Berg. Also da die Änderungen, die ich am Setup vorgenommen habe, die haben wirklich perfekt Früchte getragen. Und ich konnte hier eine Runde nach der anderen persönliche Bestzeit und dann auch die Purple Lap im Rennen fahren. Das Auto gab so viel Vertrauen, es war perfekt abgestimmt. Ja, und da muss man dann auch einfach mal ausnutzen, wenn das Ganze so passt. Und ich nehme euch hier mal mit auf die beste Rundenzeit hier im Rennen. Hab tatsächlich gar nicht so viel Risiko gehen müssen, weil ich hatte ja 8 Sekunden Vorsprung, dachte ich, verwalte die Zeit. Und immer wenn ich unten ins Dash geguckt habe, war ich tatsächlich so bei plus minus 0 von meiner Bestzeit, weil sich das Auto einfach so gut fahren ließ. Gerade, ja, ich bin den BMW einmal schon im Regen gefahren auf Barcelona, da fühlt es sich nicht so gut an, aber hier haben wir wirklich alles perfekt getroffen. Das ist einfach eine Mischung aus Streckencharakteristik. Dazu muss man sagen, ich fahre gerne im Regen und wenn das Setup dann wirklich passt und man das nötige Vertrauen hat, dann kann man hier richtig Gas gehen. Und ihr seht schon, wie unglaublich ruhig das Auto hier einfach liegt, wie unglaublich genial das zu fahren ist. Und so konnte ich hier einfach Runde für Runde für Runde abspulen. Ohne großes Risiko. Hier hatten wir einmal kurz einen leichten Lock-up, weil wir nur mit einem 4er ABS fahren. Die Bremsbalance ist ganz nach hinten gewandert. Ansonsten habe ich hier wirklich nur minimale Änderungen am Setup vorgenommen. Das spricht allerdings auch schon für das Renn-Setup als Basis, weil es einfach sehr, sehr schön fahrbar ist. Und es hat angefangen zu regnen und ich musste wirklich vom Renn-Setup relativ wenig ändern, um jetzt hier zu dieser Basis zu kommen. Um einfach hier das Rennen ziemlich sicher durchzufahren. Wir sehen es auch hier, gehen hier ans Gas, 8er Traktionskontrolle, das Auto regelt leicht. Wir haben ja so eine leichte Rotation drin, ohne dass der Rutscher aber dann zu groß wird. Und so konnte ich hier einfach Runde für Runde abspulen. Jetzt hier ans Gas und dann bleibt die Uhr hier bei einer 2 Minuten 10,9 stehen. Also die einzige Runde, die im 2 Minuten 10er Bereich war hier im Rennen. Und damit bin ich einfach lang gefahren, bis zum Ende konzentriert. Habe am Ende noch meine 2 Pflichtstopps gemacht. Ja, und bin dann am Ende entspannt über die Linie gerollt. So, wir sind in der letzten Runde und wir sehen es, die vorletzte Runde war schon wieder eine 2 Minuten 11,3. Also, ja, gerade mal 3 Zehntel langsamer als die Bestzeit dann. Das Auto gab einfach so, so viel Vertrauen und konnte die Runden einfach super abspulen. Und ihr habt es gerade eben schon im Tower gesehen. Es sind mittlerweile, ja, knapp 30 Sekunden Vorsprung auf Position 2. Irgendwie 26, 27 sollten es im Ziel gewesen sein. Und dann auch nochmal 7 weitere Sekunden auf den Moritz auf Position 3. Und damit konnte ich mir hier den ersten Sieg in der Rennwelten GT3 Liga holen. Nachdem das erste Rennen ein bisschen unlucky war auf Silverstone und Kyalami, haben wir eben gesehen, war auch sehr, sehr eng mit 3 Zehntel am Ende Rückstand. Ja, dazu hat es jetzt hier aber gereicht und am Ende, ja, würde ich sagen, kann ich euch hier einfach dann nochmal die Tabelle einblenden, die am Ende dann auch, ja, tatsächlich echt, echt eng dann war. Ja, und dann können wir hier gerne nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Moritz Bielsa gewinnt die GT3 Series 6.3 bei Speedy Rux. Also da herzlichen Glückwunsch, 327 Punkte. Ich habe es leider nicht geschafft, bin als Drittplatzierter hier ins letzte Rennen gegangen, hatte tatsächlich auch die Meisterschaft gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber das Rennen war, wie gesagt, so perfekt, das Auto war so perfekt, wirklich nahezu eines der perfektesten Rennen, die ich so gefahren bin. Es waren keine Fehler drin, das ja, hat schon richtig, richtig Bock gemacht, am Ende um 6 Punkte dann den Gesamtsieg verfehlt. Der Leon ist dann hier noch, ja, am Ende irgendwo in den Top 10 ins Ziel gefahren und hat sich damit 308 Punkte am Ende gesichert, hat hier also dann 19 Punkte Rückstand gehabt und damit leider im letzten Rennen die Führung verloren und ist dann auf Position 3 zurückgerutscht. Allerdings, wenn ihr hier auch auf die Tabelle guckt, dann seht ihr auch einfach vorne, wie eng das Ganze ist. Auch so ein bisschen der Punkteverteilung hier bei Rennwelten in der GT3-Serie geschuldet.
die schnellste Runde, die Pole Position und der Rennsieg insgesamt geben 75 Punkte. Ansonsten gibt es für den Sieg, glaube ich, 72 Punkte. Und dann staffelt sich das nach unten. Jeder bekommt Punkte, dadurch bleibt das Feld einfach ziemlich eng beisammen und es wird jeder belohnt, der hier dann wirklich am Ende ins Ziel gekommen ist. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, dann in der Season 7, wenn sie denn dann ja, in einem Monat roundabout losgeht und da Bock hat mitzufahren, dann meldet euch da gerne an mit den Quali-Servern und fahrt in der GT3-Serie oder auch in den anderen Serien mit. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, wenn der Justin auf Position 6 von unseren E-Sports-Jungs auch alle 5 Rennen gefahren wäre, dann hätten wir hier auch in Position 1, 2, 3, 4 der Rennwelten E-Sports-Fahrer geschafft. Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, gerade mit dem Kräfteverhältnis der Fahrzeuge dann. Auf der einen Strecke hat man Vorteile, auf der anderen Seite ist man dann wieder ein bisschen benachteiligt gegen die anderen Konzepte. Und so hat sich das immer ein bisschen ausgeglichen. Wir hatten geile Fights, wir haben schön miteinander gekämpft und auch die Strategie war hier sehr, sehr entscheidend. Hat am Ende leider nicht ganz gereicht, aber auch mit P2 bin ich hier sehr, sehr zufrieden. Bin seit langem mal wieder eine Season im BMW gefahren, der mir tatsächlich auch echt Spaß gemacht hat. Also, nachdem ich da am Anfang erst nicht so begeistert war, fand ich ihn jetzt eigentlich ganz, ganz cool zu fahren. Und so oft sieht man ihn ja aktuell dann, ja, doch nicht mehr. Also, das hat sich so ein bisschen relativiert, auch mit den Nerfs. Das Auto ist mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut gebalanced. Und bis auf wenige Strecken, wo er dann wirklich kompletter ein Ausreißer ist, kommt man damit, glaube ich, ja, im guten Durchschnitt durch so eine Season. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen. Freue mich natürlich über eine Bewertung. Freue mich auch gerne mal über eine Meinung hier zu diesem, ja, Doppelrennen. Im ersten Rennen war nicht so viel los, im zweiten Rennen war nicht so viel los. Deswegen dachte ich mir, schneidest du das mal so zusammen, dass du da quasi ein Doppelvideo rausmachst. Dann ist ein bisschen mehr Action drin und ihr bekommt hier quasi, ja, das volle Feeling der letzten beiden Rennen der GT3-Serie noch mit. Ja, dann war es das soweit gewesen. Danke fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.